Ja, ne? Hat ein bisschen gedauert. Hat mich auch das ein oder andere graue Haar gekostet. Und das eine oder andere rausgerissen, mehr oder weniger. Aber ich habe mehr. Okay, ich habe das Problem nicht wirklich. Ja. Also, ich habe herausgefunden, woran es liegt, aber ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Sagen wir es mal so. Es scheint mir so zu sein, dass es halt hauptsächlich bei Aufnahmen so ist, dass es halt diese Mini-Blackscreens gibt. Warum auch immer. Bei Streams und VODs beispielsweise, ich habe halt das eine oder andere VOD, wo in einem Stream, hoch, das wollte ich gar nicht, gemacht in letzter Zeit, auch mit denselben Einstellungen. Ja, und da gab es halt keine Probleme. Also hab's ähnlich überflogen, wie es halt beim anderen auch, und da war ich 40 Minuten durch und dann gab's auch, da war nichts. Und ich meine, komplett im Gegenzug wie, oh Gott, komplett anders als wie das jetzt wie das mit den Aufnahmen war. Also das scheint nicht problematisch zu sein mit dem Stream. Weswegen, und weil ich halt das Problem noch nicht herausgefunden habe, ich weiß es nicht, ich schätze mal, es könnte möglicherweise ein Bug sein, I don't know. Werden wir dann sehen, wenn es ein neues Update gibt für OBS Studio. Ja, heißt, dass ich werde das halt wahrscheinlich so machen, dass ich dann, ich weiß halt nur nicht, ob ich das mit 1080 mache oder mit 720p. Ich denke, da werde ich halt auch erst nochmal testen wieder. Ja, dass ich halt quasi dann auf, dass ich den Stream, dass ich hier, also ich quasi die Aufnahmen dann auf YouTube streame, heißt, wird dann halt unter 8 Stunden bleiben. Das sowieso, aber das muss ja sowieso wegen, damit das gespeichert wird und so weiter, dass ich das dann runterladen kann, dann halt schneiden kann. Ja. Keine Ahnung, wird dann auch so sein, dass ich halt, je nachdem wie die Müdigkeit einsetzen und so weiter. Also es wird nur, keine Ahnung, mindestens 2 Stunden sein, schätze ich mal. Wenn ich so bedenke, wie schnell man da so nach Bus-Thematik beispielsweise halt doch schon K.O. ist. Also wird dann wahrscheinlich String, also wird dann Stringless geben, und das werde ich dann zu den Folgen schneiden, heißt, ne? Heißt, wenn ihr den Stream verpasst habt, dann ist es auch nicht so wild, weil das kommt dann halt auch nochmal. Wo ich jetzt hier gerade schon in TSW bin, das war TSW 2020, wird es auch wieder geben. Da die ganzen Szenarien, oder mal, ne, dass da das Profil ja komplett zurückgesetzt war. Aufgrund des Updates, und man ein neues Profil erstellen, beziehungsweise einen neuen Charakter erstellen musste. Beziehungsweise, ja, eigentlich ein neues Profil mit einem neuen Charakter, klar. Habe ich mir gedacht, man hat dann zwar immer noch diese ganzen, wie heißt das, diese ganzen Szenarien auf Null zurückgesetzt, quasi. Man hat es halt quasi in Anführungszeichen halt nicht gemacht, weil man nur einen Charakter hat. So einen neuen Dings, neues Profil. Wodurch ich mir halt gedacht habe, gut, dann nutze ich das halt einfach und werde dann diese ganzen Szenarien, die ich schon gemacht habe, nochmal machen. Allerdings mit den ganzen
mit den ganzen Programmen, sprich SIFA, PZB, LZB oder was es auch immer gibt, AWB, was AWB oder AWS, heißt, das wird dann, whatever that was, wird dann halt quasi so als Zusatz dazu geben, beziehungsweise als Aufschub darauf, wie auch immer man es nennen mag. Ja. Damit bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen, beziehungsweise fürs Whatever. Also das heißt, ich werde jetzt auch wieder regelmäßiger Videos geben. Maybe heute oder morgen gibt es dann den ersten Stream. Mal gucken. Ja. Und damit sage ich einfach mal bis zum nächsten Video, beziehungsweise Stream hier auf YouTube.